Hallo und herzlich willkommen zum 131. Part. Weiter geht's. 131 Parts, Leute. Wenn euch der Part gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen und würde den Kanal beim Aufbau unterstützen. So, ich muss das jetzt mal sagen, wenn ich jetzt Essen am Rumstehen. Sehr gut. Wir sind hier immer noch bei den Grusels und der letzte Part hat ziemlich abrupt geendet. Ja, das hat halt damit zu tun, bei mir zu überraschenderweise geklingelt gehabt. ist ein Paket angekommen und ja, für meinen Hund. Und ja, deswegen musste ich den Part aufhören und ich wollte ihn weitermachen, aber dann habe ich gesehen, der Part geht schon eine halbe Stunde, also ja. Hab ich gedacht, ja gut, halbe Stunde ist eine gute Dauer. Lassen wir so, machen wir einfach im nächsten Part weiter. Und ja, sind hier immer noch. Und Mordheim hat halt meinen Sohn gesagt, dass der hier ist. Und deswegen ist er ziemlich traurig gewesen gegenüber Mordheimer halt. Auch, ja. Hier, er fühlt sich verletzt von ihm. Aaron fühlt sich von Mordheimer schlecht behandelt. Und wenn er in der Nähe von Mordheimer ist, wird er an diesen Schmerz erinnern. Warum machst du dem Kompliment, Alter? Sollst du was machen? Ja. Den was machen? Ach ja, Amber hat ein bisschen mit mir geflirtet gehabt, also seine Frau. Sie hier hat ein bisschen mit mir geflirtet gehabt und ich mit ihr. Auf Cam, zwischen dem letzten Part und diesem. Und ja, das konnte ich leider nicht aufnehmen. Aber naja. Ich dachte, ich erwähne es. So, zwei. So, du schnappst dir mal bitte Essen, wenn du ausgepennt bist. Nee, hast du leider nicht. Achso, da pennt der Sohn von dem. Naja, halb irgendwie. Vielleicht habe ich das Bett auch falsch platziert. Aber lag ja drin, bis Mordheimer meint, ey, das dulden wir hier nicht. Maul, ey. Das ist jetzt mein Home, Mordheimer. Ey, Josh, gut, der Freund zu ihm. Kann ich ihm das sagen? Ja, freundlich. Ja, gönn dir mal. So. So, hier bei sich spielen auch mal ein bisschen. Hier biete ich eine Freundschaft an. Ja. So war das, aber bevor ich das mache, gehen wir kurz hier auf die Punkte. Die Points vom Bestreben. Und zwar gehen wir hier hin. Tierfreund. Nämlich. Das habe ich noch nie abgeschlossen, weil ich einfach keine anderen Hunde in der Stadt irgendwie hatte, mit denen ich mich beschäftigen konnte. Und ja. Und meiner Zicht mal wieder. Oh Mann. Leckerchen geht. Aber bitte erst noch, wenn das Geschäft erledigt wurde. Mit dir kannst du auch ein bisschen freundlich reden. Oh. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich den Boost nicht hätte, dass ich mich hier nicht, dass ich mich hier wie zu Hause. Ob dann Mortimer mich angeschnauzt hat und gesagt, ey, das dulden wir nicht. Ja, keine Ahnung. Du kannst mal nach Hause gehen, ey. Und du bist verspielt. Gewesen. So. Und der Anfall. Also der hatte Off-Cam auch einen Anfall gehabt. Der Sohn von Mordheimer und Amber, aber ich kümmere mich nicht drum, ist nicht mein Kind. Oh, warte. So, du kannst mal eben hier mit Fremden reden, kannst du mal machen. So, die geht ja eh pennen, was machst du dann? Nein, räum hier nicht auf, das ist nicht deine Bude. Auch wenn wir hier Unordnung machen, ist das nicht unsere Bude. Vor allem ist hier eh voll verdreckt. Also ja. Also was heißt voll verdreckt, aber naja.
Ist eh nicht so sauber. Warum soll ich daran was ändern, Schau? Was? Okay, mehr. Aber ihr seht es ja an der Leiste. So, Moment. Aber ja. Ich krieg dich schon dazu. So. Und der baut auch noch Chaos. Mehr. Ich hab doch gesagt, romantische Szene wird hier aufgeführt. Aber Mortimer, halt doch einfach die Fresse. Ja. Kümmere dich mal um deinen Sohn anstatt um deine Frau. Oder um die Hunde, nee. Da hat er keinen Bock zu. Okay, warum auch immer so abgewehrt wird. Aber okay, machen wir das anders. Und zwar schenkst du mir mal einen Müllhaufen. Ganz romantisch, wie ich bin. Ihr kümmert euch auch nie um euer Kind irgendwie. Einfach so abgeholt worden und kümmern sich immer noch nicht drum. Die haben sogar Glück, dass das nicht abgenommen worden ist, trotzdem älter werden. Der Moritz nun hier. Kannst du das mal machen jetzt? Hallo. Spiel. Ich wollte eigentlich nur mit Amber hier noch, um Mortimer ein bisschen gegen den Strich zu gehen. Um ihn reinzuwirken, so. Und, vielleicht sollten wir auch einfach nach Hause gehen, vielleicht ist es Zeit dafür. So, du kannst mal mit Maya ein bisschen reden in dem Schlafzimmer. Hier die Zimmer, ein bisschen reden hier. Gemein Becky. Schick sie aus ihrem Zimmer raus. Kein Spaß. Ja, ich war, der hat halt Negativboost, weil es halt eine fremde Person ist und so. Und er sie nicht kennt, aber ihr könnt euch mal unterhalten. Was macht ihr da? Auch keine Scheiße bei dem, ne? Nicht frech zu dem sein. Hier sehe ich dir die Leviten. Kannst du mal machen. Kannst du mal machen und brabbeln. Okay, läuft doch gut. Sah ein bisschen negativ aus. Ah, ne. Alles gut. Kannst andere umarmen und schlagen. Kann er sie umarmen? Schlagen kann er dann Mortimer. Oder mit dem ein bisschen reden. Über Tag reden. Mach das mal. Über Prinzessin reden. So, was kannst du noch machen? Ne, die umarmen kannst du nicht aufrufen. So. Perfekt, ihr versteht euch ja direkt hier. Ah, okay, Dings muss duschen. Warum plaudere ich die ganze Zeit mit Mortimer? Ich will nicht mit dem plaudern. Warte, was? Ich habe romantischen Balken zu Mortimer? Nein, oder? Das ist jetzt nicht, Ne, oder die Hunde? Also irgendwo ist Liebe entstanden, aber ich hoffe nicht bei mir Mord. Ne, Mortimer ist verletzt von mir. Perfekt. Ausgleichende Gerechtigkeit, das Karma, Mortimer. Bei wem hast du verletzt? Mein Sohn, Junge. Deine Scheiße, ihr kannst mal putzen, Junge. Also, wenn ich mir jetzt. Was hat Amber vor? Oh, Amber. Flirten oder was schreiben die oder so? Keine Ahnung, irgendwo wird Liebe erhöht, ich weiß nicht wo. So, kannst mal hier ein bisschen mit ihr eben. Ja. Flirten. So. Obwohl eigentlich flirten vielleicht nicht der beste Weg ist. So, du kannst mal hier ein bisschen spielen im Zimmer von dem Moritz. Der wird wahrscheinlich eh bald abgeholt, so schlecht wie die KI sich um ihn kümmert. Ja. Oder wie die überhaupt irgendwie nichts machen. Das Einzige, was sie machen, ist ab und zu mal ein bisschen miteinander flirten, die beiden, ey. Leute! Ihr sollt euch auch mal kümmern um irgendwie. Schaut euch mal euer Kind. Vollkommen verdreckt. Niemand kümmert sich um das. Vollkommen verwahrlost hier. Essen kriegt das auch nicht. Also, ja, sie flirtet mit mir manchmal. Und dann geht sie putzen. Toll.
Oberheimer sein Baden. Ah ne, sie repariert. Mein Fehler. Sah ein bisschen erst nach Putzen aus, vielleicht habe ich beides gemacht, keine Ahnung. Ja, Kleiner, ich würde ja mit dir reden, aber ja, du kannst mich nicht leiden. Obwohl, weißt du was, Sohn? Du kriegst hier Essen aus Inventar. Kitty meine ich natürlich. Verdorbenes Essen habe ich nur im Inventar. Ach, das hatte ich von dem Auftritt mitgenommen und vollkommen vergessen. Hey, du kriegst mal eine Symphro von mir. Gönn dir. So. Kriegst hier Symphro zum Essen. Wenn das irgendwie geht. Nee. Geht irgendwie nicht. Der ist auch am Stinken. Scheiße, ey. Keiner kommt. Ja, ich würde ihm mal was zu essen wenigstens geben, aber na. Darf ich nicht. Ich verpackt bin. Da kann ich mich eigentlich freundlich vorstellen bei dem hier. Auch wenn er wieder seine Anfälle hat, aber. Ich kann ihn verstehen, ja? Sein Vater kümmert sich nicht um den, der pennt und baut die ganze Zeit irgendwie Scheiße. Und seine Mom auch nicht. Die, ja, okay, sie repariert wenigstens das Klo, aber sein Vater kümmert sich nicht um ihn, seine Mom kümmert sich überhaupt nicht um ihn. Also ich kann ihn verstehen, dass er Anfälle hat. Also mich wundert nicht, wenn er nachher einen Hass auf die beiden hat, also. Ey, warte! Ich will dich kennenlernen, Dude. Du sollst Best Friends wenigstens mit meinen Kiddies werden, vielleicht. Ihr seid eine so. Ja. Mehr, meinte ich. Ja. So. Kümmere dich immer um deinen Sohn. Der hat Vorrang. Dann kannst du mal hier. Ah, die gute alte Meerjungfrau hier. Der KI macht irgendwie gar nichts, irgendwie außer Scheiße bauen. Inspiriert bin ich. Schade, ich dachte, ich hatte auch selbstbewusst wäre besser gewesen. Ah, will gebadet werden von ihr auch, ja. Lass ich das mal. Hoffe ich, dass sie mal badet. Oh. Der Junge ist schlau, ja. Verhältnisweise wird er vollkommen verwahrlost hier von der KI, aber das ist normal. Mordheimer, großer Journalist. Mordheimer blickt hoch und sieht seinen Redakteur mit einem schlauen Grinsen auf den Lippen im Türraum stehen. Er hält ein Papier in der Hand und fragt, weißt du, was ich hier habe? Mordheimer schüttelt verneinend den Kopf, unsicher, was sein Redakteur da verwirkt. Das kommt aus der Zentrale der Post Times. Sie brauchen deine Hilfe beim Verfassen einer Retrospektive über die Geekon, die international veröffentlicht werden soll. Was sagst du dazu? Ein international veröffentlichter Artikel wäre sicher ein Segen für Mordheimer. Geld und Anerkennung bedeutet, ist er wirklich bereit für den prüfenden Blick der Öffentlichkeit? Muss ich das beantworten? Nur weil ich da abhänge oder was? Aber ja, mir doch egal. Kann er machen, ist mir scheißegal. Also, meinetwegen wird er gefeuert, meinetwegen reicht er es mir sogar. Oi! Mordheimer! Guck mal, was ich mit deiner Frau mache. Ja, ich bin versehentlich auf Videoclips speichern gekommen, weil Sony scheiße ist. Und der Sohn ist ja immer noch verdreckt. Also am Verrecken wahrscheinlich auch. Und der geht ins Bett. Sehr gut. Sehr gut. Schnapp dir jetzt mal das Bett. Zeig denen, dass wir hier die Regeln aufstellen. Ah ne, er pennt auf dem Boden. Nee, geh mal nach Hause jetzt. Muss ich am Boden pennen. Weint mein Sohn oder weint der da hinten? Ne, der da hinten weint. Okay. Tja, Kind, ich kann dich nicht. Muss mich nicht um dich kümmern, deswegen. Kleiner Fisch im großen Teil. Das hatte ich schon mal vorgelesen gehabt. Aber ich lese es nochmal vor. Mordheim hat schon öfter bei Digicon geschrieben, allerdings waren es immer kleinere Publikationen. Gesteckt von seinem Fachwissen zu diesem Thema strömen die Worte aus dem Bewusstsein auf dem Monitor. Als er triumphierend auf Hochladen klickt, schenkt er sich ein Glas Soft Shadow ein, um den Moment zu feiern. Neugierig aktualisiert er den Artikel, um zu sehen, ob es irgendwelche Kommentare gepostet wurden. Großer Fehler. Wer sind all die Nerds, die Ansichten eines No-Name-Autors in Frage stellen? Mordheimer wird nicht länger unbekannt bleiben. Okay. Den letzten Satz kapiere ich nicht ganz, aber okay.
Ja, Film für Mordheimer interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessiert seine Frau Amber. Upla? Was muss man machen, Tja? Nein, nicht sehr überzeugend geklungen, Amber. Aber sie ist trotzdem interessiert an mir. Weil sie flirtet ja jetzt auch von mir, von sich aus mit mir. Ne, das war meiner, okay. Aber es klappt ja, ihr seht's ja. Dass es gut klappt hier. Ja. Also. Ersten Kurs ist auch direkt da, perfekt. Es klappt ja super bei ihr, obwohl sie verheiratet ist, also es kommt wohl auch ein bisschen auf den Char an und so. Die Prinzipien und so. Keine Ahnung was noch. Die Hunde sind jetzt beim Kleinen. So, komm, Techimette. Obwohl, nee, wenn Mordheimer da ist, wollte ich das eigentlich machen. Machen wir, wenn Mordheimer da ist. So. Du kannst mal hier. Ja, nee, ich will den ihren Hund nicht rauswerfen. Also rauslassen. Nachher kommt der. Wäre vielleicht sogar das Beste für alle, aber naja. Und meine Enkelin wird angerufen. Der Direktor, der kann man die Fresse halten, ganz ehrlich, was ruft der die jetzt mal nach der Schule an? Ist der pervers oder was? Ganz ehrlich, was ruft der die an hier nach der Schule? Nach der Schule ist nach der Schule, da soll ich die Fresse halten. Ne? Sonst komme ich mal in seine Schule und hau dem. Also wirklich. Ne? Na, alle kann ich nicht fühlen wie die Haushaltsmitglieder, weil ich hier nicht hingehöre anscheinend. Naja. Bin ich jetzt mit denen befreundet irgendwie? Nein. Bin ich nicht, okay. Ja. Streichen kannst du mal machen. Aber ein bisschen hat sich das auf jeden Fall erhöht. Ja. Noch ein bisschen mit euch spielen. Freundschaft anbieten. Hi Amber! Sollen wir auch ein bisschen spielen? Wenn dein Mann nicht da ist. Wir können auch gerne gleich spielen, wenn dein Mann wieder da ist. Und der ist immer noch am Plan und Amber juckt das überhaupt nicht so. Mein juckt das einfach mehr als wie sie. Lol, und dabei bin ich nicht mal mit dem Verwandt oder Girl hier hin. Ja, lol. Und meiner ist horny. Ah, jetzt juckt es ihn ein bisschen. Ah. Hör mal auf, einmal kurz. Mordheimer kommt nach Hause, ja, sehr gut. Kannst du mal reinkommen, Digga? Ja. Ich wollte das eigentlich nur machen, um ihm eine reinzuwirken. Hier plaudern, genau. Dann draußen haben wir sie, so, na los. Komm. Amber, komm. Komm mal. Gut, dann machen wir das anders und zwar Aktion Runde bilden. So. Machen wir das jetzt mal und zwar du, du und du. Und zwar gehen wir dann alle hier hin. Zusammen hier hingehen, na los. So. Und der Junge ist jetzt alleine draußen. Scheiße, was für ein bastes Bild einfach, wie die sich überhaupt nicht um den scheren, Alter. Keinen interessiert die Anwesenheit von dem Kind einfach. Ist jetzt scheißegal, ob der reckt oder nicht. Hauptsache, sie ignorieren ihn alle. Wenn ich ein paar Verabredungen würden. Scheiße. Das will ich nicht, ich will nicht auf eine Verabredung mit ihr. Also nicht jetzt. Vielleicht irgendwann mal, aber eigentlich mache ich doch nicht so gerne eine Verabredung. Nein! Keine Verabredung! Stehlen! Nein! 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 Ich will keine Verabredung! Nein! Das war ein Fehler! Ich möchte mit dir!
Ich kann nicht so abbrechen, ich will nicht so eine Scheiße hier. Das alles wegen dir, Mortimer. Alles seine Schuld. Ich hab das halt gemacht gehabt wegen dem Bestreben mit dem Player. Aber naja. Sonst bin ich da eigentlich kein Fan von. Weil das Reisen einfach so lange dauert. Ich möchte ihnen zugucken, wie sie sich in die Augen schauen, verliebt und Mortimer wütend ist. Nein, wir machen jetzt keine Reise, ja. Sehr gut. Yes, es wird Techte mächtig. Am Mortimer. Verdammt. Muss ich. Und sie findet das nicht gut, oder? Oder wer denkt an sie? Keine Ahnung. Ist gerade ein bisschen buggy hier unterwegs. Ein bisschen verzögert. Aber naja. Ne, wir gehen zusammen hier hin. Ah, vielleicht hat er so mitbekommen gehabt. Wäre nice. Wenn die Kleinen auch keine gehen. Von diese, also die hier haben sie adoptiert, Mortimer und Amber. Also die Maya haben sie adoptiert. Und ja. Mortimer. Guck mal, ich mache jetzt was mit deiner Frau, was ganz toll ist für mich. So. Zack. Und zwar jetzt. Sofort. Sascha, rennen. Hälfte Mädchen mit dir. Vor Mortimer. Nein. Mortimer, du wachst da auf, Junge. Ja, mal Schnauze jetzt. Nur mal weitergeben, Nero, Junge. So. Wenn der ohnmächtig wird. Wahrscheinlich, weil die Vigi ja davor gestellt worden ist vom Spiel. Mortimer! Mortimer, andere Richtung! Kriegt das mit? Eigentlich müsste das ja mitbekommen, aber vielleicht juckt sie noch nicht. Na, egal. Ich knall deine Frau trotzdem. Aber vielleicht nochmal sicher gehen, ob es wirklich nicht juckt. Ob sie wirklich nicht juckt. Einfach nur, um nochmal sicher zu gehen hier. Und der baut hier Scheiße. Und ey, ich hab mal um seinen Sohn. Er bringt ihn jetzt ins Bett. Wow. Wow. Aber okay, der muss wahrscheinlich auch pennen. Aber anstatt mal sich irgendwie mit dem zu spielen oder dem Essen zu geben, nö. Weder Amber noch Mortimer. Ja, okay, Maya kann das nicht. Dem Essen geben, aber sie könnte auch mal mit dem spielen eigentlich. Da macht sie auch nicht. Also irgendwie hat keiner Interesse an diesem Boy hier, dem Moritz. Nicht du, Mortimer, geh mal aus dem Weg, Junge. Also dem Boy, der tut mir echt leid, der Moritz. Aber naja.